Hey, Leute auf YouTube, wie ihr seht, wir sind noch immer live am Streamen und vor uns rennt ein Dino rum. Letzte Folge haben wir es nun freigeschalten. Wir können nun zielen und mit Keys auf Gegner schießen. Ich bin da echt gespannt, wie das abgehen wird, Leute. Ich hoffe, ihr habt alle vorigen Folgen gesehen, sonst wisst ihr nicht, was hier abgeht. Und ich sehe gerade unter mir, unser Gohan ist erst Level 5. Das kann so nicht weitergehen, ne? Wie weit geht dieses Key eigentlich? Sehr weit, okay. Ah, man kann sehr viel drauf schießen. Okay. Oh mein Gott, er greift uns an. Hilfe. Kann uns hier angreifen oder kommt er hier nicht hoch? Können wir ein bisschen... Wow. Er kommt nicht hoch, aber kann uns angreifen. Komm her. Wir schießen hier. Wir machen hier einen Ego-Shooter, Leute. Ego-Shooter. Ego-Shooter Gohan. Ausweichen. Ah! Oh Gott. Gohan. Ego-Shooter Gohan. Ja, ist down. Was die sich alles einfallen haben lassen. Mageres Dino-Fleisch. Er ist jetzt betäubt. Kann er irgendwas machen mit ihm? Oder bleibt er jetzt einfach liegen? Juhu! Oh. Wir haben einen Schatten. Oh mein Gott. Papa, bist du's? Sieht aus, als wäre das armselige, weinerliche Kind, das den eigenen Apfel nicht kriegen konnte, schon lange weg. Ja, Gohan wird erwachsen. Call of Gohan Dino War 3. Beste Chat-Nachricht. Call of Gohan Dino War 3. Leute, das ist geil. Du bist der Typ, der mich ausgesetzt hat, du Arsch. Ich heiße Piccolo. Vergiss das nicht. Pipi? Hast du Pipi gesagt? Oder Piccolo? Moment mal. Das ist doch nicht der Piccolo, oder? Gegen den Papa gekämpft hat. Dein Papa hatte schon von mir erzählt. Dann weißt du ja, wie furchteinflößend ich bin. Ja? Okay, es ist doch der Dämonenkönig. Okay, fangen wir mit den Grundlagen an. Als erstes musst du lernen zu fliegen. Das ist richtig. Das muss er echt lernen, Leute. Son Gohan hatte begonnen, mit Piccolo zu trainieren. Okay, wir sehen es nicht. Um das Fliegen zu lernen, musste er sein Ki beherrschen. Oh ja, finde deine innere Mitte, Gohan. Mit Piccolo als strengen Lehrer lernt Son Gohan... Okay, also... Man muss sagen, man sieht es nicht. Das finde ich schade. Davon hätte ich natürlich als Gohan-Fan gerne ein Video gesehen. Ne? Oh, er fliegt! Der Kleine, er ist so gut. Langsam beherrschst du deine Energie. Ich kann das. Freu dich nicht zu früh, ich werde einen echten Kampf lehren. Mach dich bereit zum Sparring. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Okay. Das heißt, das ist immer so ein Zeitpunkt, Leute. Wenn ein, soll man sagen, ein Computergegner, ein NPC und so weiter sagt, hey, wenn du weitermachen willst, komm zu mir. Das ist für mich so das Indiz, dass man jetzt entweder die Hauptstory weiterspielen kann, so wie hier zu sehen, oder eine Nebenstory. Ne? Das ist immer so ein Zeitpunkt, wo man dann echt die Nebenstory spielen sollte. Denn ich glaube, wenn ich jetzt die Hauptstory spiele, dann verliere ich diese Nebenstory. Das wäre ziemlich schade. Ne? Wo müssen wir hin? Wo sind unsere Lichter? Der kleine Gohan, guck, wie er fliegt. So klein und kann schon fliegen. Moment mal. Ey, ich wollte gerade Dino abschießen. Du Arsch, ich wollte gerade Dino abschießen. Boah, Gohan hat auch eine große Kraft, wie ihr seht, aber er ist erst Level 5. Ah, ja, Level 5. Und kann deswegen die Gegner nicht one-hit, wollte ich sagen. Ah, der trifft ihn nicht, krass. Krass. Ich habe wirklich gewonnen. Ja, hast du. Ich will den Dino abschießen, Leute. Call of Gohan, Leute. Hä, geht das? Es geht nicht. Oh. Uranai Baba. Ich will ja nie abschießen, das muss doch gehen, oder? Ich flieg näher ran. Ich schaff das. Ich hab ihn getroffen. Jetzt greift mich ein Gegner an, während ich ihn getroffen habe. Was soll denn das jetzt? Was kann denn Gohan eigentlich? So geil geguckt noch, ne? Masenko?
Körpereinschlag, Meteorvorschlag, Hammer? Moment. Gohan ist so krass. Aber wo ist mein Dino? Wo ist mein Dino hin? Oh, das ist schade. Aber wir gehen mal runter zu Uranai Baba. Ist da jemand? Hä? Die wird vom Monster angegriffen. Die arme Frau, Leute. Müssen sie retten. Alles in Ordnung, alte Lady? Alles okay? Diese Roboter belästigen mich. Bitte hilf mir. Piep, 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 piep. Stufe 4 wird empfohlen. Easy, natürlich helfen mit der alten Dame, ne? Wir bekommen nämlich... Moment mal. Danke fürs Follow. Moment mal. Wir spielen als Gohan und bekommen, ihr seht es hier stehen, ein tolles Buch für Erwachsene. Glaubt ihr, Gohan ist schon bereit für ein Buch für Erwachsene? Ich weiß ja nicht. Kriegt mir ein Schmuddelheftchen. Ich weiß ja nicht. Aber wir nehmen mal an. Wir können der alten Frau nicht Nein sagen. Ne? Das geht nicht, Leute. Wir besiegen jetzt die Roboter. Ich habe ein bisschen Angst, aber ich muss der Frau helfen. Los geht's. Welches Level haben die? Level 3, okay. Bam. Okay, ich bin ein bisschen aus... Rabbit kann ich mal reden. Bin ein bisschen am Ausprobieren, was Gohan so kann, ey. Was ist das? Unterstützungsroboter? Okay, immer zuerst, Leute, den Supporter angreifen. Immer zuerst den Magier, den Schützen, was auch immer. In einem Rollenspiel immer die Supporter zuerst angreifen. Ah, fuck. Ich sehe nichts, ne? Ich bin halt mitten im Baum gewesen. Die Raketen sind echt krass, ne? Die sind echt krass. Ah, Masenko, töte nicht. Okay, gut zu wissen. Ich muss mit Gohan noch üben, ne? Piccolo war schon einfach. Gohan muss noch ein bisschen üben. Guck dir, wir sind halt echt ein bisschen, ne, dreckig geworden. Ich fasse es nicht, dass ich den erlegt habe. Gut gemacht, Junge. Du hast mich gerettet. Hier ist es nicht sicher. Hier gibt es lauter gefährliche Sachen. Ja, das ist mir klar. Uranai Baba, by the way, sieht hier echt gut aus in dem Spiel, ne? Die sieht echt gut gemacht aus. Aber es gibt etwas, was ich unbedingt haben muss. Ich wollte eigentlich meinen Assistenten schicken. Was willst du denn? Aber natürlich leiden sie gerade an Bauch- und Kopfschmerzen. Ja, die typischen Ausreden. Deshalb bin ich alleine hier. Und was wolltest du finden, alte Frau? Du bist so neugierig. Das hier suche ich. Ja, was hier? Was? Einen wunderschönen Stein. Das ist ein Stein. Wie langweilig. Das ist kein gewöhnlicher Stein. Er hat die nötige Kraft, um meine Kristallkugel zu verbessern. Du bist Wahrsagerin? Oh mein Gott. Sag mir bitte nicht meine Zukunft voraus. Ich werde sicher irgendwie ein scheiß Student und dann Lehrer und... Das soll jetzt kein Hate sein, Student und Lehrer. Aber das ist Gohan. Ah, dein Vater und ich kennen uns schon sehr lange. Was? Mein Vater kennt dich? Ja, ich kenne ihn, seit er ein Kind war. Wow. Oh Mann. Mehr verrate ich aber nicht. Ne? Wenn du mehr wissen willst, frag deinen Papa, was wir so getrieben haben nachts. Ich beabsichtige, die Kraft des Steines zu nutzen, um die Zukunft der Erde zu sehen. Ah. In letzter Zeit konnte ich nicht viel sehen, okay. Okay, also der Stein soll ihr helfen, um die Zukunft zu sehen. Also was passiert, wenn die Saiyajins kommen? Ich schulde dir was für meine Rettung. Ja, kein Problem. Ein Schmuddelheftchen und ein bisschen quitt, ne? Wir sind quitt, Leute. Es dauert nicht lange, an der Stelle würde ich mir das Prophezeiung. Oh, sie geben uns eine kostenlose Prophezeiung. 10 Millionen Zehni, willst du mich verarschen? Ah, oh, es ist kostenlos. Okay. Ich bin gespannt. Was hast du zu sagen, Uranai Baba? Fangen wir an. Oh, hoi, 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 poi. Du meine Güte. Also. Was siehst du? Was macht mir Angst? Alter, sag doch, was ist denn? Deine Zukunft umfasst zweifellos sehr viele schwere Zeiten. Oh ja.
Ich wurde in der Schule gemobbt. Also Gohan wurde in der Schule gemobbt, sicher. Schwierigkeiten? Du hast einen harten Kampf vor dir. Cell. Ich muss ehrlich sein, so ein schwieriges Leben habe ich noch nie gesehen. Ja, das stimmt halt aber echt, ne? Das stimmt halt aber echt. Oh nein. Aber ich sehe ein Ende, was? Des Tunnels. Was? Ein vages, aber starkes Licht. Es ist nicht alles verloren. Okay, danke für die Prophezeiung, aber Bruder muss los. Okay, alles ist korrekt. Ja, das war aber auch eine sehr vage Prophezeiung, ne? Wir wissen ja jetzt schon, wir wissen ja jetzt schon, dass die Saiyajins kommen und bla bla bla, ne? Was? Hier werden wohl zwei Kugeln landen. Okay, hier landen also die Saiyajins. Dunkelheit. Oh oh. Danach wird die Erde wohl ausgelöscht. Oh oh. Was Unglaubliches wird passieren. Dunkelheit. Bei dem Jungen war auch Dunkelheit zu sehen, aber es gab ein Licht. Vielleicht sind das Schicksal des Jungen und des Planeten eine tiefgründige Art und Weise verbunden. Sie sind mit Sicherheit verbunden. Es ist Gokus Sohn. Welche Tragödie diesen Planeten erwarten mag? Ich bin gespannt. Abgeschlossen. Level 4. Und wir haben ein tolles Buch für Erwachsene. Und eine schicke Urne. Da können wir sie drin eingraben. Leute. Ach Gott. Die schweren Zeiten, richtig Chat? Die schweren Zeiten könnten auch gemeint sein mit Chinchias Mutter. Das stimmt. Das kann auch sein. Oh Gott. Okay. Hicks, wir haben nun alle neben Hicks Quests abgeschlossen. Und ganz ehrlich, ich würde gerne nochmal ein Dino jagen. Ne? Wenn wir jetzt hier hochfliegen und so runterschießen, geht das? Da kann der Dino uns ja eigentlich nicht treffen, ne? Es kann ja eigentlich nichts passieren hier oben, oder? Wir können jetzt so quasi rückwärts fliegen. Ja, den töten einfach. Das ist schon ein bisschen unfair. Wenn man trifft, natürlich, ne? Das ist echt unfair, oder? Aus der Luft abschießen und den Loot bekommen. Das ist gemein. Das ist gemein. Rabbit, denkst du, es wird mal einen Online-Modus geben? Ich glaube eher nicht. Also ganz ehrlich, ich finde auch nicht, dass dieses Spiel... Oh, das ist nochmal ein Flugdino. Ich finde nicht, dass dieses Spiel einen Online-Modus benötigt. Denn es ist eine schöne... Oh, komm, jetzt greife ich wieder an. Eine schöne Einzelspielerfahrung. Ich weiß nicht, wie ich es genau sagen will, ne? Sagen soll, ne? Also, ich glaube, man hat alleine mehr Spaß. Wenn man mehr Spieler haben will, kann ich jedem nur Dragon Ball Xenoverse empfehlen, ne? Das ist ein geiles Mehrspielerspiel. Und jetzt will ich aber endlich diesen Dino abschießen. Das muss doch gehen, oder? Ich denke, es hat vorher nicht geklappt, weil ich angegriffen wurde, oder? Oder? Oh! Ah! Man muss ihn nur einmal anschießen und man bekommt den Loot. Einmal anschießen für den Loot. Das ist praktisch. Das ist praktisch. Wir lernen immer mehr im Spiel, ne? Wir lernen immer mehr im Spiel. Wir können immer mehr Sachen looten und leveln und so weiter, ne? Also es wird immer mehr, Leute. Du bist nicht weinend nach Hause gelaufen? Tja, dann legen wir mal los. Okay. Oh Gott, gegen Piccolo, ich hab Schiss, ne? Vor allem, ich habe ja gerade vorher mit Piccolo gespielt. Und da war er Level 8. Masenko! Nein, hat's getroffen. Scheiße. Was hat er vor? Ey, zu langsam. Piccolo cheatet. Okay, er steht einfach nur rum. Nein! Oh. Okay, manchmal greift er auch an. Ah, okay. Ich bin gerade im Felsen drin. Ich will es nur sagen, ne? Oh, Entschuldigung. Ich war nicht im Felsen, ich habe den Felsen zerstört. Ich sehe nichts, Leute! Ja, das Spiel hat noch ein paar Fehler, ne? Sehen wir uns ehrlich. Ein paar Fehler hat es natürlich noch. Ja, mit Masenko besiegt die Sau. Easy. Yeah. Levelaufstieg. Sehr schön. Gohan muss Level 1000 werden, Leute. Sehen wir uns ehrlich. Ich weiß nicht, was die Level-Grenze ist, aber er muss Level 1000 werden.
Aua. Das stimmt, er weint nicht. Er weint nicht. Sind schon süß, die zwei, oder? Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Er hat sich verändert. Und der kleine Gohan, ey. Er ist so knuffig. Aber jetzt halt die Schnauze und pennt. Gute Idee. Oh Gott, einfach in die Wiese legen. Und das seit 6 Monaten. Arme Sau, arme Sau. Ja, ja, Piccolo. Du kannst es nicht verstecken. Du kannst es nicht verstecken. Du magst ihn. Oh Gott, hier sind wir wieder bei Meister Kaio, die arme Sau. Ich weiß nicht, wer mir hier mehr leid tut. Goku oder Kaio? Genki-Dama! Ah! Genki-Dama in den Chat. Die gute alte einhändige Genki-Dama. Genau, und deswegen ist unsere Community Genki Dama so stark. Ne? Nur einmal. Etwas Zeit verstrich. Und Son Gohans intensives Training mit Piccolo auf der Erde ging weiter. Was mich interessiert, er levelt, also er trainiert jetzt, ne? Levelt er auch dabei oder ist es noch immer Level 6? Das hier, was? Das ist hier keine Pause. Ja, es gibt hier keine Pausen. Wirklich gekämpft, gekämpft, gekämpft. Denk dran, du isst, schläfst und kämpfst. Mehr nicht. Aber wenn ich nur... Das reicht. Er hat echt was vergessen, ne? Essen, schlafen, kämpfen. Er muss auch mal aufs Klo, ne? Er muss auch mal aufs Klo. Wenn du nicht sterben willst, musst du stärker werden. Ja, das stimmt aber. Es ist halt leider so, ne? Er kann nicht nett sein zu Gohan. Er muss ihn halt hart trainieren. Er ist unsere Hoffnung, ne? Ich weiß, aber... Weniger mäkeln, mehr kämpfen. Der arme Gohan. Der arme Gohan. Wir essen erstmal was. Gute Idee. Essen geht immer. Muss ich jetzt als Piccolo Essen besorgen? Wenn ich nur trainiere, während ich nicht esse oder schlafe, sterbe ich, bevor ich besonders stark werde. Nee, nee, Gohan. In dir ist großes Potenzial. Ich werde auf keinen Fall... Was? Ich werde auf keinen Fall so stark wie Papa oder Mr. Piccolo. Richtig, du wirst stärker. Du wirst stärker. Moment. Das ist meine Chance. Ich kann mich nach Hause davon schleichen. Ich glaube, ich suche mir mal was zu essen. Oh oh. Er will sich echt nach Hause verschleichen, oder? Danke fürs Follow. Son Gokus Haus, doch? Er will einfach abhauen. Leute, der will einfach abhauen. Mahlzeit. Na, Mr. Piccolo ist dein Papa, du Dummkopf. Ja, stimmt auch wieder. Aufs Klo geht man nicht. Das heißt auch die Scheiße aus dem rausprügeln. Richtig weh, aber richtig. Oh Gott. Achso, jetzt seht ihr etwas, Leute.
Ihr denkt wahrscheinlich, jo, da ist keine Hauptquest, wo mache ich weiter, auch wenn ich rein und raus zoome, wo geht's hier weiter? Wir müssen auf die Weltkarte, denn das Zuhause von Chi-Chi ist natürlich woanders, ne? Oh, mittlerer Ebenenbereich freigeschaltet. Und wir können jetzt die ganze Zeit hin und her springen. Ob das jetzt wirklich die ganze Map ist, ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß nicht, wie das so funktioniert. Theoretisch ja, kann es die ganze Map sein. Wir haben jetzt hier Son Gokus Haus, die Aufgabe. Ja, da fliegen wir mal hin. Wir teleportieren uns. Wie es meiner Mama wohl geht? Das willst du nicht wissen. Die schreit dich eh nur wieder an. Mama, die schreit dich nur an. Oh. Okay. Zeit für eine Verschnaufpause. Beende die Trainingszeit. Was? Trainingssitzung? Das geht so schnell weg. Ich kann nicht drauf. Also ich drücke nichts und die ganzen Sachen, die gehen so schnell weg. Das finde ich noch nicht so gut. Okay, also hier gibt es auch nur diese eine Aufgabe. Was ist das hier hinten? Achso, da kann man rausfliegen. Okay. Da ist die Stadt oben. Okay, okay. Und was ist der Rauch da vorne? Der interessiert mich gerade. Was ist das für ein Rauch? Ist hier ein Feuer? Wer sitzt da am Feuer? Okay, ist einfach nur ein Auto. Ich kann was looten? Ich hab 3 Zwiebeln geklaut. Hey Arschloch, ich hab dir 3 Zwiebeln geklaut. Yamchus Versteck wurde aktualisiert? Ah, da oben ist eine Tür! Kommt hier rein? Moment. Ah, bin zu schnell. Nee, man kommt hier nicht rein. Schade. Yamchus Versteck? Okay. Wir looten noch ein bisschen. Gohan will nach Hause zu Chi-Chi, um mehr Essen zu bekommen. Stimmt! Er hat die Schnauze voll von explodierten Hirschen und vor... Oh! Yamchu! Da war er noch cool mit seiner Wolfsattacke. Da war er noch cool. Ah. Ich mag diese Ausschnitte. Ganz ehrlich, Leute. Das ist einfach cool. Ihr könnt es auch gerne Ruhe durchlesen. Ich versuche langsam weiter zu drücken. Einfach auf Pause drücken, ne? Könnt ihr es durchlesen. Das ist echt cool. Das werde ich mir in Ruhe alleine durchlesen. Das alles vorzulesen ist ein bisschen viel. Habe ich hier einen roten Gefäß? Aber den kann man nicht reden. Okay, das sind einfach so Hinweistypis, ne? Das sind Hinweistypis. So quasi, hey, komm hierher. Hier kriegst du rote Kristalle zum Beispiel. Was haben wir hier? Bronze-Kompass. Okay, also Items liegen hier auch rum. Es lohnt sich halt einfach, die komplette Spielwelt zu erkunden, ne? Es lohnt sich einfach komplett. Also noch mehr Kristalle. Ein Auto-Wrack. Gibt uns erweckendes Wasser ein 3-Sterne-Item. Nice. Noch ein Kristall. Also wie gesagt, Leute, genießt das Spiel, wenn ihr selbst spielt. Schön alles mit Ruhe. Keine Hektik aufkommen lassen. Nein, ah, heute zum Blauen gucken. Schade. Oh, der Kleine. Der Kleine im Pool. Der sich in alles verwandeln kann. Ja, hallo. Du bist Son Gokus Sohn, oder? Richtig. Ja, ich bin Son Gohan. Kennst du meinen Papa? Auf jeden Fall. Wir haben schon alles Mögliche erlebt. Oh ja, die haben alles durchgemacht. Die haben alles durchgemacht. Oh. Ich bin Pool. Son Goku, oh, was? Son Goku hat vielleicht schon von mir erzählt. Ja, verwandle dich in was Sexyes. Nö, hat von dir gar nichts gesagt, fliegende Katze. Tja, so ist er halt. Er ist ein Arsch. Aber Yamchu hast du gehört, oder? Nö, auch nicht. Natürlich. Wie sie den Spieß umdreht. Ja, und was willst du jetzt von mir, du fliegende, sprechende Katze? Achso, ja, also, ich koche für Yamchu und hier gibt es die besten Zutaten, weit und breit. Okay, okay, er sammelt hier also rum. Okay. Er lootet hier unseren Scheiß weg. Er lootet unseren Scheiß weg. Das Reden von Essen macht mich hungrig. Mich auch. Mama, kannst du kochen? Oh nein, die Katze hat Probleme. Geht weg, wir kommen. Rettung ist da. Die Rettung ist da. Oh, oh. Fieslinge namens Berserkergegner. Oh, das klingt geil. Sind von finsteren, blutroten Auren umgeben und wesentlich stärker als normale Gegner. Oh, das ist cool. Das ist cool. Berserker-Gegner. Finde ich geil. Finde ich geil. Okay, wir müssen also aufpassen. Level 6. Okay. Ach, daneben. Okay, okay, die machen echt viel Damage. Ja.
Aber die halten nicht viel aus, finde ich. Schießt das auf uns? Ja, schießt er. Man, wenn man den perfekten Zeitpunkt blockt und X drückt, kann man hinter den Gegner springen. Also ich werd langsam ein bisschen besser. Unfassbar, dass jemand so böse sein kann. Vielleicht begegne ich ihnen ja nochmal und dann bin ich bereit für sie. Wer hat die Roboter gebaut? Habe ich das verpasst? Ah, danke schön. Du bist ziemlich stark, Gohan. Ich war ein halbes Jahr allein in der Wildnis. Findest du nicht? Wie Son Goku, als er beim Weltturnier gewonnen hat. So stark bin ich, krass. Natürlich, und mutig auch noch. Ja. Yeah. Sind wir uns ehrlich. Sie ist wirklich leider, also unter Anführungszeichen, nutzlos. Aber du bist nicht weggelaufen. Yamcha trainiert gerade, ich sollte wenigstens kochen. Außerdem sagt er immer, dass 100% geben kann, was? Weil ich da bin. Ah! Oh, das ist süß, die zwei. Die sind echt süß. Yamcha und die Kleinen sind süß. Oh Gott, ich muss anfangen zu kochen. Hilfe! Danke, Gohan, danke! Ah, oh, ist das süß. Ah, oh, das ist echt cool. Also bei ihr ist natürlich Kochen das Beste, was man bei den Community-Tabs auswählen kann. Piccolo ist echt streng, aber ich werde stärker. Vielleicht halte ich noch länger durch. Du schaffst das, Gohan. Du schaffst das. Gohan in dem Alter würde Goku beim Weltturnier easy besiegen, richtig. Piccolo sieht alles. Er ist halt echt immer überall, ne? Er ist immer überall. Du kannst Piccolo einfach nicht entkommen. Auftauchen von Berserker-Gegnern. Mächtige Gegner. Sie bringen dir seltene Z-Kugeln und seltene Objekte. Sehr gut zu wissen. Das sind also unsere Loot-Gegner. Wenn du Berserker-Gegner besiegst, erscheinen noch stärkere. Je stärker der Gegner, desto besser die Belohnung. Boah, wie geil. Die haben sich wirklich was einfallen lassen beim Loot-System, ne? Besiegst du einen, kommt ein stärkerer. Das ist geil. Das ist echt geil. Wenn Rabbit zu Chi-Chi geht, endet das nie gut. Ja. Das ist aber echt geil. Begib dich auf die Weltkarte. Danke fürs Follow. Wo müssen wir jetzt schon wieder hin? Auf die Weltkarte, achso. Moment mal. Hä? Wir waren jetzt nicht zu Hause? Hä? Ich soll jetzt wieder weggehen? Und was ist das hier eigentlich? Das war ein Trainingsplatz, oder? Untersuchen. Na, ist ein Trainingsplatz, aber wir haben nichts zum... Also wir können nichts lernen gerade. Aber hier war auch irgendwo eine Kugel beim Haus. Die wollte ich noch haben. Oh, das sind mehrere Kugeln. Oh, bei der Wäsche. Oh, welch sexy Unterwäsche. Seidenschürze schon wieder. Die haben wir schon mal gefunden. Okay. Was gibt's hier? Die Medaille. Okay, die brauchen wir sowieso. So, sonst noch was bei unserer Bude? Nö. Okay. Wir müssen auf die Weltkarte. Müssen wir zurück, ne? Panties! Du schreibst es richtig im Chat, ja, Panties. Okay, hier sind jetzt auch diese Gegner. Ihr seht die rote Krone, ne? Ein bösartiger Gegner ist erschienen. Da gehen wir hin. In Wahrheit ist Diana so wie Chi-Chi. Nee, zum Glück nicht. Perfekt für Diana mit der Seidenschürze. Ich sag das ihr, ne? Ich sag das ihr, dass du das warst, Nico. Ich riech das ihr aus. Nico hat gesagt, du gehörst in die Küche, Diana. Was ist das? Ich würde es Turm nennen. Oh oh, die Red Ribbon Armee. Da hat mein Papa mal erzählt. Die böse Red Ribbon Armee. Oh ja. Dr. Gero, Leute. Dr. Gero zum Beispiel. Manche Bauwerke sind noch erhalten. Und die Roboter sind hundertprozentig von der Red Ribbon. Ah, die wurden darauf programmiert, die Gebäude zu bewachen. Endlich weiß ich mal, was da jetzt geht, ne, bei den Robotern. Aber warum fliegen die überall rum? Basen erscheinen. Oh Gott, Leute, das Spiel wird immer größer. Es wird immer größer. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich kann nie wieder aufhören zu spielen. Basen können mit Key-Explosion zerstört werden und hinterlassen Gegenstände. Ah. Okay. Das heißt, auf der Map sieht man sie auch. Ihr seht das über mir, also lila. Ich schieß mal drauf.
Okay, oben ist ein Lebensbalken. Seht ihr ganz oben? Wir zerstören die Basis mal. Oh, das ist eine schöne Animation. Und... hast ein heiliger Text und irgendwas noch bekommen. Okay. Das ist geil. Also wie gesagt, oh, guckt mal auf der Map, was wir jetzt innerhalb von kurzer Zeit gemacht haben. Wir haben jetzt diese Basen freigeschaltet und die Berserker-Gegner. Krass. Krass. Wir sind gerade da. Wir fliegen mal dahin. Ich will einmal so einen Berserker-Gegner angreifen. Ich will es wissen, ne? Wie stark sind die? Wie stark ist ein Berserker-Gegner? Wir können mal messen. Na, rot halt, ne? Hm. Ja, man sieht die Farbe nicht. Steht da Stufe 29? Das wird nichts, ne? Das wird nichts, Leute. Stufe 29. Okay, Berserker-Gegner sind noch nichts für uns. Ich kann nicht solche Red Ribbon-Gebäude hier in der Gegend lassen, die alles nur, soll man sagen, verunstalten. So einen hässlichen Scheiß müssen wir weghauen. Da oben ist auch ein roter Gegner, ich habe Angst. Ich fliege weg, ich fliege weg, ich fliege weg. Weg damit und tschüss. Uns greifen Roboter an. Ja, uns greifen Roboter an, weil wir die Basis angriffen haben. Also Stufe 1. Können wir die jetzt einfach so mit einem normalen Angriff töten schon? Nein, er überlebt mit 3 Lebenspunkten. 3 Lebenspunkte. Der geht down. Okay, weil wir einen kritischen Treffer gelandet haben. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Getriebelager. Kann man mir erklären, was man Getriebelager braucht? Was braucht Gohan ein Getriebe? Gohan, ein Getriebe. Bam, 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 bam. Der Ego-Shooter. Call of Gohan. Und was bekommen wir? Vita-Drink. Oh, ein Heiltrank. Auch schön. Ein Heiltrank. Wer ist hier schon wieder? Essen lockt mich an. Gibt's hier was gratis? Kann ich was klauen? Jo, easy 2 Zwiebeln gegönnt. Und hier? Noch 2 Zwiebeln. Rebel klaut die ganzen Leute Zwiebeln weg. Ich glaube alle Zwiebeln weg. Ja, es könnte sein, dass die Teile für die Autos sind, die man ja fahren kann, wenn man eins besitzt. Aber um eins zu besitzen, muss man hundertprozentig erstmal den Führerschein machen. Ja, da könnt ihr euch sicher sein. Kann man später Call of Gohan? Das macht echt Spaß, diesen Nebenscheiß, ne? Diese Nebensachen, ne? Das ist echt geil. Kann er da hoch? Ne, kann er nicht, oder? Ne, er kann nichts machen. Der Arme kann nichts machen. Down. Er kann nichts tun. Seit wir fliegen können, sind wir einfach unbesiegbar. Dino-Fleisch und Dino-Zahn. Dino-Zahn haben wir noch keinen bekommen bisher. Geil. Es läuft, Leute, es läuft. Aber Leute, ich würde sagen, die nächste Quest machen wir erst in der nächsten Folge. Ich glaube, die Folgen sind sowieso alle viel zu lange. Natürlich schneide ich auch Sachen raus. Aber trotzdem, wenn ihr mehr sehen wollt, gerne abonnieren diesen YouTube-Kanal. Und ich sage euch schon mal, auf YouTube natürlich, viel Spaß, haut rein, auch mit den Videos jetzt auf der Endcard. Gerne immer, immer Meinungen und so weiter in die Kommentare. Und ciao.